Kunst ist in Münster im Moment wieder ein zentrales Thema. Die Skulpturprojekte locken Touristen an und auch Münsteraner setzen sich wieder mehr mit Kunst auseinander. Doch muss ein Kunstwerk immer einer Idee folgen? Oder kann es auch ein Kunstwerk sein, wenn es nicht geplant war und eigentlich einer anderen Bestimmung folgt? Das Team von Skulpturen in Münster beschäftigt sich unter anderem mit solchen Fragen. Unser Projekt ist zufällig auch mit den Skulpturprojekten gestartet, ist aber ehrlich gesagt auf die Ewigkeit angelegt. Das heißt also, wenn wir neue Objekte entdecken, dann würden wir die auch nach Beendigung der Skulpturprojekte natürlich hinzufügen. Also wir dachten uns so, dass das quasi so eine Art Selbstläufer wird und vielleicht auch interessierte Bürger uns was schicken und wir bauen das ein oder die schreiben selber Artikel. Und ansonsten grenzt uns natürlich ab, dass das gar keine echte Kunst ist, sondern alles erfunden. Das sind nur Kunstwerke, weil wir gesagt haben, es sind welche. Wir haben eigentlich diesen künstlerischen Schaffensprozess umgedreht. Also normalerweise hat man eine Idee, macht dann ein Konzept oder Skizzen dazu, Zeichnungen und irgendwann gibt es dann vielleicht ein Gemälde oder eine Skulptur. Und wir haben einfach was entdeckt, was wir skurril finden oder besonders finden, was vielleicht auch ein bisschen nach Kunst aussieht. Und haben dann den Prozess sozusagen umgekehrt, haben was gefunden, haben dann Skizzen erstellt, uns überlegt, wie könnte der Künstler heißen, woher könnte der Künstler kommen, welche Biografie hat der Künstler. Die Skulpturen in Münster können als Kunst verstanden werden oder auch nicht. Kunst ist ein dehnbarer Begriff, der in viele Richtungen interpretiert werden kann. Das Projekt zeigt auf, dass die Grenzen von Kunst und Antikunst fließend sind. Es sei nicht alles Kunst, was glänzt. Man geht jetzt gerade im Rahmen der Skulpturausstellung rum und denkt dann, ist das jetzt das Objekt, was der Künstler geschaffen hat, oder ist es doch vielleicht eher der Baum daneben? Ja? Also da gibt es bei uns auch so ein bisschen den gleichen Effekt. Man weiß gar nicht, ist das ein Kunstwerk oder nicht. Und vielleicht ist es das, was die Leute fasziniert, oder dass man letztendlich alles in irgendwas hinein interpretieren kann. Also was uns noch wichtig ist, ist erstmal, dass da auch andere Leute mitmachen können. Weil wenn man so durch die Stadt geht und auf einmal sich umschaut nach irgendwelchen Objekten, die interessant sind, dann ist das auf einmal ein ganz anderes Spazierengehen oder ein ganz anderes Gehen, weil man dann so versucht, einen Blick zu schulen, wo irgendwas ist, was spannend aussieht. Was uns auch wichtig ist, dass wir da jetzt uns nicht wirklich lustig drüber machen wollen. Also die Skulpturprojekte sind wir auch totale Fans von, finden wir super. Das heißt also nicht, dass wir das so ad absurdum führen würden und sagen, das macht alles keinen Sinn oder wir können das auch oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Sache, diesen Prozess mal umzudrehen, interessante Sachen zu finden und dann dazu sich eine Story zu überlegen. Irgendwie ist das ja auch ein künstlerischer Prozess. Das Projekt Skulpturen in Münster erweitert den Begriff Skulptur, in dem das Alltägliche zur Kunst erhoben wird. Die Objekte werden durch eigene Geschichten ergänzt und in einen neuen Kontext gesetzt. Skulpturen in Münster hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kunst im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Wenn Sie also nun durch Münster laufen, achten Sie auf Ihre Umwelt. Vielleicht entdecken Sie ja noch ein Kunstwerk.